Hallo und willkommen zurück bei Men of Medan. Und ja, der Konrad ist unterwegs und der Konrad sieht Sachen, die ja prinzipiell eigentlich ganz nett sind. Eine junge Dame hat er gesehen. Aber ich glaube, die will uns nichts Gutes. Oh. Marie. So, naja, Konrad, wir gucken mal noch in dem Zimmer rum. Da ist noch ein Bild. Und das könnte... Wenn ich wusste, was zum Teufel hier los war, dann war das wohl der Kapitän. Genau das wollte ich sagen, der Kapitän. Es war Captain Ford war es, glaube ich. Hallo, da hinten war doch gerade noch was. Hallo. Oh Mann. Also manchmal die Steuerung, ne? Ah, der Schrank, deswegen. Was ist das denn? Oh, eine Buddel Rum. Die fühlt sich aber jetzt nicht auch wieder mit Blut, oder? Oh, oh. Mit Lass Worten Taten folgen hat das wohl nicht so. Ja, der Captain selber hat sich einen genehmigt, ne? Oh. Während die Mannschaft, ja, angepisst war und der Captain hat sich hier schön einen genehmigt. Oh, die Toilette, da passieren die schlimmsten Sachen. Ja, ich muss nachsehen, was hinter der Tür ist, oder? Ja, leider. Absolut. Oder doch nicht? Oh, oh. Doch, ich muss. Okay. Tja, so ein Mist. Wie soll ich das verdammte Ding aufbrechen? Gar nicht. Ich brauche irgendwas, um die Tür aufzubrechen. Handtuchhalter. Nö. Was ist das hier? Wir gucken hier durch so ein Loch. Okay, gehen wir nochmal rüber. Der Kerzenständerhalter, Dings da. Vielleicht kann man den benutzen. Hat immerhin etwas Gewicht. Genug für die Tür. Ich glaube ja nicht, dass es eine gute Idee ist, aber Conny macht das schon. Tachchen. Oh oh. Alter, der ist total durch, der Junge. Total durch. Alter, Konrad, was machst du? Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Alle Quicktime-Events geschafft. Bis jetzt. So, nächstes Quicktime-Event, tot. Oh, jetzt. Alter Schwede. Welch liebreizende Dame. Ha ha.
Frage ist halt, ist die jetzt wirklich echt? Oder ist das jetzt hier die Mega-Halluzination? Oh, rennen oder verstecken, Scheiße. Oh Gott. Ich hasse solche Entscheidungen. Das ist jetzt hier der absolute Quicktime-Event-Horror. Wo sind wir jetzt? Schornstein. Oh. Hallo, Omi. Ja, komm, mach. Wir sind auf den Schornstein, oder? Boah, die geht uns aber auch nicht von der Fichte. Alter. Ich möchte ungern, dass der Konrad stirbt. Wir müssen weiter. Finden wir die anderen. Ich glaube, ich wäre fast in meinen Tod gesprungen. Scheiße. Oh, also damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ach, der ist ja auch noch da. Komm schon! So, da sind wir wieder, Julia. Kämpf doch nicht, seid ihr bescheuert. Hey, mach aus dem Weg! Schnell weg, hier ist das nicht sicher. Okay, da haben wir die Gruppe erstmal wieder vereint. Alle sind noch am Leben. Hätte ich nicht gedacht. Sind wir sicher? Alles gut, denke ich. Mal sehen, wie lange.
werde ja die Hoffnung nicht nehmen, aber das geht nicht lange gut. Oh, hallo. Tach. Es gibt eine Wendung spiritueller Natur, nicht? Herausgefunden, was los ist, wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet? Sicher, hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Lassen Sie mich helfen mit einem Hinweis. Ich will keine Spoiler. Neugierig. Nun dann, wie sag ich das nur? Womöglich sind hier Kräfte am Werk mit einem wissenschaftlichen und vielleicht auch einem politischen Hintergrund. Nicht übernatürlich. Ich sag's doch, Nervengas. Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges? Dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Ich hoffe, das hilft. Und wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald. Wissenschaftliche und politische Hintergründe. Also definitiv hat das was mit diesem komischen Dunst zu tun, der freigesetzt wird. Und das muss irgendeine Art Nervengift sein, Nervengas, keine Ahnung was. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich habe echt das Gefühl, dass da irgendwas, was Böses, etwas wirklich Böses am Werk ist. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Was ich dort gesehen habe... Da waren diese alten Soldaten, sie lagen überall, sie waren tot, doch dann standen sie auf. Das klingt gerade gar nicht mal so verrückt. Also da war diese uralte Lady, ich meine, alt wie ein Relikt aus der Steinzeit. Das ist dann sicher okay, aber sie war echt total gruselig. Alex war nicht der Einzige, Alex. Wovon redest du da? Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht, mit Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Julia, ich würde doch nie... Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber... Auszeit, okay? Der abgefuckte Kahn ist doch nicht normal. Das denkt doch nicht nur ich. Ich meine, irgendwas geht hier vor sich. Also, was wissen wir sicher? Woran sind wir uns einig? Geisterschiff, wo ist das Gold? Habt ihr Gold gesehen irgendwo? Es ist Zeit einzusehen, dass hier kein Gold ist. Wir hätten es schon gesehen. Und das Rätseln geht weiter. Wo ist die Crew? Was ist hier nur passiert? Was denkt ihr, ist wirklich mit dem Kahn hier passiert? Keine Ahnung. Die Zeitung war von 1947. Ist das ein Geisterschiff? Dieser Ort ist seltsam. Das ganze Schiff ist seltsam. Dreckig, stinkend, seltsam. Und ich hasse es. Dieser Ort ruft einfach total schlechte Gefühle hervor. Wo ist die Crew? Ist das ein Geisterschiff? Was ist mit der Besatzung passiert? Wo sind sie alle? Es kommt mir vor, als wäre das hier ein schwimmendes Grab. Was ist mit den Leichen? Gehören die zum Schiff? Die sehen aus, als wären sie vor Angst gestorben. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir müssen hier weg. Ohne die Verteilerkappe kommen wir hier nicht weg. Wir brauchen sie. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Mal sehen, wie wir darauf kommen. So, dann sind wir jetzt Alex und wir betreten. Müssen von diesem Schiff weg. Kein Witz. Ich glaube, wir sind komplett am Arsch. Ja, dann betreten wir einen neuen Abschnitt vom Schiff.
Da leuchtet was. Da gehen wir doch direkt mal hin. Ne? Was haben wir da? Ah, eine Patronenhülse. Das ist aber was Größeres. Hört sich verrückt an, aber habt ihr das Flugzeug abgeschossen, zu dem wir getaucht sind? Verzeihung. Das ist definitiv Flakmunition. Stuck. Stand sogar drauf, oder? Ich guck nochmal in. Nee, SOG 403. Stocknummer 34F. Ja, das ist aber Flakmunition, definitiv. So, ich gucke auch immer noch ein bisschen rum. Das war auch wirklich... Naja, nichts kann ich nicht garantieren, aber so wenig wie möglich übersehen. Da ist zum Beispiel noch irgendwas auf dem Boot. Toll. Die wären nützlich ohne die ganzen Lecks. Tja, was der Mann alles verlangt. So, dann gehen wir jetzt, glaube ich, Richtung Brücke. Geht's darauf? Leider nein, aber ich halte meine Augen offen. Da ist auch wieder was. Die nächste Leiche. Verdammt. Ja, gut geraten. Scheiße. Oh Gott. Ah, guck mal. Gas Mask Instruction. Anweisungen für Gasmasken. Stellen Sie sicher, dass Ihre Maske korrekt sitzt, bevor Sie anderen helfen. Im Fall eines Gasaustritts oder Gasalarm geraten Sie nicht in Panik. Bleiben Sie ruhig und rufen Sie laut und deutlich Gas, 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 um weitere Personen in Ihrem Umfeld zu warnen. Halten Sie den Atem an. Platzieren Sie die Gasmaskentasche unter Ihrem linken Arm, ziehen Sie den Schulterriemen über Ihre rechte Schulter und haken Sie ihn in die Tasche ein. Schließen Sie den Gürtel um Ihre Taille. Entfernen Sie Ihren Helm, drücken Sie die Maske mit beiden Händen gegen Ihr Gesicht. Drücken Sie zunächst die Maske gegen Ihr Kinn und ziehen Sie sie dann über Ihr Gesicht und die Befestigungsriemen über Ihren Kopf. Ja, müssen wir, glaube ich, nicht alles vorlesen, wie eine Gasmaske funktioniert. Kann man sich in etwa vorstellen. Ne, warte mal, greift das nochmal. Vielleicht hat es da noch eine Rückseite, wo was draufsteht. Dass vielleicht auch wieder eine Notiz hinten drauf ist. Nee. Muss eine ziemlich gefährliche Fracht gewesen sein. Da geht's bloß weiter mit der Anweisung. Gasmasken werden nur im Fall eines Gasaustritts ausgegeben. Und er hat dabei eine auf. Die Leiche. Gut, ich würde jetzt vielleicht nicht gerade die Gasmaske von der Leiche mitnehmen, aber prinzipiell würde ich vielleicht nach Gasmasken suchen. Hey, wie wär's mit etwas Hilfe? Ich glaube, da geht's nach oben. Hilf mir hoch. Ausgerechnet sie, warum macht das nicht einer von den anderen Kerlen? Ich zieh dich hoch. Nicht weiter. Also gehen wir mal nach oben. Richtung Brücke. Da, wo der Kapitän zu Hause ist. In dem Fall war... Hä? Was war das denn? Ach, hier ist wieder... Okay. Da sollten wir vielleicht nie runterfallen. Weiß nicht, wie gelenkig die hier sind. Also hier habe ich vorhin Conrad verfolgt. Kam mir auch bekannt vor. Coole Kamerafahrt gerade.
Hier drüben. Hier kommen wir durch. Ich glaube ja nicht, dass das Funkgerät noch geht. Der Kahn steht ja nicht erst seit gestern da. Aber Strom gibt's ja noch hier und da. Da geht's, glaube ich, irgendwie runter. Fehlt ein Stück vom Boden. Dann müsste das ja eigentlich die Brücke sein. Ja, genau. Die Kommandozentrale sozusagen. Wir gucken mal hier. Das Logbuch haben wir gefunden. Mal sehen, was der Herr Kapitän da Feines eingetragen hat. Im Logbuch steht was von einem Sturm. Morg. Was ist Morg? Seegang nimmt. Ja, dafür. Achso, die Hälfte ist halt unleserlich. Wellen bis zu 6 Meter Höhe, keine Schäden gemeldet. Nachmittag. Wetter verschlechtert sich weiter. Wettervorhersage ebenfalls. Die Crew hält sich gut. Morgen. Wind erreicht Sturmstärke. Weiterhin zunehmend. Außergewöhnliches Wetter. Mehrere Blitzeinschläge im OM. Jedoch ohne größere Schäden. Schiff nimmt etwas Wasser, doch die Lage ist unter Kontrolle. Navigator. Dead Wassertiefe als einschätzbar. Ja, wissen wir halt nicht. Geheimnis für einen Dollar. Errungenschaft. Betriebslogbuch der SS Urang. Mhm. Urang Medan, könnte das sein? SS Urang Medan. See beruhigt sich, dichter Nebel, stärkerer Seegang Nachmittag, 7.30 Uhr, sehr dichter Nebel, Mitternacht bis Nachmittag, weiterhin dichter Nebel. Mehr haben wir nicht. Ja, ich glaube, das Wetter war das geringste Problem, was die hier hatten. Ich glaube, naja, gut, der Blitzeinschlag, das haben wir ja am Anfang gesehen. Da ist der Blitz eingeschlagen in diese Kartons, wollte ich schon sagen, in diese Kisten. Und daraufhin ist ja dieses Zeug ausgetreten. Gut, also das Wetter ist nicht ganz unschuldig. Eine Verkettung unglücklicher Umstände, könnte man sagen. Da haben wir eine Verkettung einer Vorahnung. Ups. Ja. Kommt vor, ne? Ach, hier kommen wir nicht durch. Ich wollte drüben nochmal gucken. Die Leiche können wir nicht inspizieren. Warum auch immer. Wahrscheinlich haben die jetzt langsam aber sicher genug Leichen gesehen und haben da keinen Bock mehr drauf. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht. Wenn überall Leichen rumliegen, würde ich nicht jeder angucken wollen. Ist, glaube ich, ein bisschen sehr morbide. Ja gut, dann müssen wir da hinten durch die Tür. Beziehungsweise es gab ja zwei, oder? Da ist eine. Und hier hinten war auch noch ein Durchgang. Habt ihr das Funkgerät? Ach, das ist Julia. Nein, aber es muss ein Funkgerät auf dem Schiff geben. Da muss Julia eins sein. Ich bin nicht sicher, wie unsere Überlebenschancen zurzeit stehen. Ja, wie die stehen, das würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Suche nach dem Funkgerät geht weiter. Und dann würde ich erstmal sagen, Pausenscreen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann bleibt dran. Und dann gibt es auch demnächst schon die nächste Folge von Men of Medan. Also vielen Dank und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen, haut rein und ciao.